Farid Gangbang. Der vorhin übrigens einen Livestream gemacht hat mit den Pochers. Das fand ich auf jeden Fall lustig. Auch Flair hat da reingeschaut. War eine lustige Nummer. Der Typ hat auf jeden Fall gerade richtig Hype, ne? Der Olli. Der Oliver. Shit. Single mit Quavo. Nicht mit Quavo, sondern er nennt die Single Quavo. Hallo. Essen bitte vor der Tür abstellen, Trinkgeld. Bitches, die bei Love Island. Hallo an alle Bitches. Bruder, ich muss jetzt schon los, Digga. Sind. Und die anderen Show, wie heißt die Nummer 8? Bachelor, weil du vom Promi sein träumst. Da hinten eine Dings, eine Agro. Was hat er jetzt mit den Bitches? Muss ich ganz kurz nochmal reinhören? Eine Agro-Goldplatte hinten drin. Ich glaube, die haben das Video jetzt auch so auf Agro-TV-Style angelehnt mit diesen Zooms und Hektik-Mektik und so. Weil es halt anders gerade nicht geht, wie ich eben schon erwähnt habe, ne? Ich bin kein Polizeifreund. Millionär, solange der Sony Mic läuft. Erstmal Hände desinfizieren. Desinfektieren, na man. Deutsch it out, man. Verbreit die Chance so wie Covid-19. Der Bruder geht auf jeden Fall in die Masse rein, Digga. Und nimmt schön die Covid-19-Promo auf seinen Nacken mit, Alter. Macht er auch schon auf Insta-Story. Deine kein Color-Grading. No. Oberkörper eine Star-Athletin. Yeah. Olli Pocher keine Parallele. Gib mir nicht die Hand gegen Quarantäne. Ach krass, Digga. Dann hat er den Song jetzt erst spontan zusammengebastelt, oder was? Weil er ja einen Pocher jetzt noch mit eingebaut hat. Und diese aktuelle Sache, dieses Video ist doch ein paar Tage alt vielleicht. Pascha oder Fitnesscenter, ich kauf Influencer mit Wing Chun Kämpfer. Ich bin der King der Renner, ist das die Frau oder das Kind vom Wendler? Yo, ich lauf durch ein Ghetto, mit mehr Ketten als Quavo. Ah, mit mehr Ketten als Quavo, deswegen. Understand, bro. Understand that shit, man. Denn ich bin auf Yeah, yo. Ex-Prostis werden Story-Blogger. Yeah. Insta-Model zu... Ex-Prostis werden Story-Blogger. Bruder. Digga, der Typ unterhält mich, yo. Macht Spaß auf jeden Fall. Promi-Tochter. Ich bin auf J. Joe wie Tony Sosa und fick Mobbing-Opfer von Olli Pocher. Meine Bitch. Sieht aus wie Kornikova, deine sieht aus wie Antonio Joshua. Deine Bitch sieht aus wie Antonio Joshua. Ich kann einfach, was soll ich sagen, ich hab nicht viel Feedback, ich find's einfach funny, yo. Key of Johnny Walker wird in der Shisha Bar Hobby Oja. Ich bin nicht, wie sie mich gerne hätten, denn ich fick direkt beim ersten Treffen. Über Titten und Ärsche rappe, ist es so, als würde Merkel sprechen. Wenn ich über Titten und Ärsche rappe, ist es so, als würde Merkel sprechen. Freunde, ich muss schon sagen, der Farid macht das schon geil, Digga. Der macht das schon so richtig. Mann, wie soll ich dir sagen? Der macht's halt auch so schlau, der ist fast unangreifbar so. Reagiert sofort auf jeden Angriff, meistens mit Humor, trotzdem eklig ein bisschen. So, Dicker, der macht sehr viel richtig, was das angeht, muss ich ehrlich sagen. Yeah, yo, it out, man. Ja, lustig, Dicker, der Farid. Was, das Video geht noch voll lange, was hat denn der noch reingehauen hier? Ich hab gedacht, da kommt vielleicht noch ein lustiger Sketch oder so. So, was kommentieren wir hier, Freunde? Schreibt mal irgendwas, was soll ich kommentieren? Yeah, yo, it in, man, oder was? Oder, was kann man noch mal Schönes reinschreiben? Ich will was schreiben, was ihr sagt. Ach, Luciano, der Brother, hat sogar auch einen Song rausgehauen. Hören wir gleich mal rein. Na? Machen wir noch, für dich. Okay, feier ich. So, feier ich hier den Man, haben wir drin. Und jetzt machen wir weiter mit
Schienen.